Die letzten Instruktionen des Refs. Beide Kämpfer gehen zurück in ihre Ecke. Und Round one. Der Kampf ist frei. Low Kick und Hook-Kombination von Da Silva. Schöne Might-Bewegung von Belarui, der mit dem Push-Kick mit dem hinteren Bein einsteigt. Schöner High-Kick. Oh! Gute Hand von Da Silva. Belarui geht kurz aufs Knie. Beide Kämpfer schnell und explosiv. Oh! Die nächste schöne Rechte von Da Silva, die Belarui wieder auf den Hosenboden schickt. Wird angezählt, aber ist zurück im Kampf. Guter linker Haken. Schöner Kick. Aber auch Belarui kommt mit seinen Kombinationen, muss aber aufpassen. Da Silva immer wieder mit diesen harten Händen, mit denen er die Kicks von ihm kontert. Zwei Knie im Clinch. Verwarnung vom Ref. Im Clinch beim K1 ist nur ein Knie erlaubt, dann muss wieder gelöst werden. Und wieder diese wilde rechte Hand von Da Silva, die schon mehrfach getroffen hat. Gut ausgewichen. Da Silva trifft mit der rechten Hand in der Mitte durch. Belarui mehr Kicks, aber Da Silva immer wieder mit diesen Konterhänden. Schmeißt da immer alles, was er hat an Power in die Kicks rein. Noch 20 Sekunden. Schöner Push-Kick. Aber immer wieder auf der Außenbahn diese Hände von Da Silva. Aber inzwischen hat Belarui die Deckung besser dort, wo sie sein sollte und konnte die letzten harten Treffer besser verteidigen. Sie ging zwar auf ihn drauf, aber immer noch eine Hand dazwischen. Da wird der Kämpfer von seinem eigenen Cornerman attackiert. Die Trinkflasche mit dem Handtuch aus der Hand geschlagen. Unabsichtlich. Aber trotzdem unterhaltsam. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in dieser zweiten Runde. Gegen Ende der ersten Runde konnte Belarui etwas mehr dem Kampf seinen Stempel aufdrücken. Nachdem zu Anfangs die wilden Schwinger von Da Silva häufig ihr Ziel gefunden haben. Belarui mit dem Druck nach vorne.
Und Da Silva immer wieder wartet und kommt dann mit dieser rechten Hand, in die er alles reinschmeißt und versucht, seinen Gegner zu treffen. Guter Low-Kick. Schöne Kombination. Stark gemacht von Bellerui. Der jetzt hier immer besser in den Kampf findet. Knockt seinen Gegner an. Und Da Silva wird zum ersten Mal angezählt. Schöne Kombination. Bellerui, zwei Hände, Knie, eingesprungenes Knie zum Körper. Gute Rechte. Jetzt ist Bellerui im Vorwärtsgang und der Ref geht dazwischen und bricht diesen Kampf ab. Starkes Comeback von Abdellah Bellerui, der am Anfang Schwierigkeiten hatte, von diesen harten rechten Händen ausgekontert wurde und dann aber im Runde 2 durch seine schönere Technik und bessere Kondition diesen Kampf für sich entscheiden Wow, konnte. Ladies and gentlemen, give him a grand applause, grand applaudissement, super fight. Ladies and gentlemen, with a winner by TKO, round 2, 1 minute 24 seconds. And winner in the blue corner, Abdellah Bellerui! Et la trophée offerte par Bertrand Haïta. Merci beaucoup, Bertrand Haïta.